Hey Sportsfreunde, was geht ab? Wir sind wieder auf Sports Buddies und willkommen zu einem neuen Spieltag von uns. Letzte Woche hatten wir ja spielfrei und diese Woche haben wir gegen Menrad gespielt. Das war so ein kleines Derby, denn Menrad ist irgendwie nur 4 Kilometer von uns entfernt, Freunde. Und diesmal zeigen wir euch die Highlights mit der Soccerwatch, also der Kamera, die von oben filmt. Denn, Freunde, das muss man einfach sagen, wir haben keinen Kameramann oder nichts und wir können uns nicht immer darum kümmern, zu filmen. Und wenn wir zu Hause spielen, nutzen wir einfach die Technik, die wir haben und nehmen die Kameraperspektive von oben. Ich weiß, viele von euch finden das nicht so gut, aber, Freunde, seid uns nicht böse. Wir kriegen das nicht immer ganz hin, zu filmen und gleichzeitig zu spielen. Das geht nicht. Also, deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, Freunde. Und diesmal sind auch einige Highlights von mir als Torwart dabei. Freunde, und gleich gehen wir ins Spiel rein. Hier mit Nico mit der 7 und der Flanke in der 7. Minute. Und der kleine Schröti macht sein Kopfballtor, Freunde. Unfassbar das Ganze. Ihr seht es hier auch. Glocke aktivieren, Sports Buddies abonnieren. Also, nach 7 Minuten hier gleich mit dem Kopfballtor. Schröti, wie groß mag der sein? 1,75 oder so, der dann gleich mal hier das Kopfballduell gewinnt. Dann der Torwart mit dem Abwurf und der Spieler kriegt den Ball nicht. Der Jan tanzt ihn aus. Das war 7 Minuten später gleich mal das 2:0, Freunde. Wir wollten gleich ein Anfangszeichen setzen und sagen, ey Leute, ihr seid hier auf Broscher-Territorium in der Knippertsbach-Arena. Und Jan mit dem Fernschuss. Und das Ding, Freunde, das hoppelt ja sowas von. Und in der 16. Minute steht es 3:0. Wir sehen es hier nochmal. Das Ding springt über den Torwart. Was für ein Kacktor. Dann Freistoß mit dieser Variante und Marvin mit dem schönen Schuss in die Ecke. Also Freunde, früh in dieser Partie schon den Schlusspunkt gesetzt. Dann war auch Halbzeit und in der 2. Hälfte über den Lars auf Marvin, der über den Torwart hebt und das Ding nochmal reinköpft, Freunde. Also das Spiel war eigentlich hier ab dem Zeitpunkt schon gegessen, aber ja, Tore sind wichtig und deswegen gab es einen Freistoß und wieder der Marvin mit dem Kopf und dem Dreierpack. Mal wieder, Freunde. Ich weiß nicht, wie viele Tore der schon hat, aber es sind auf jeden Fall übelst viele. Also, ja, weiter geht's. Manu mit dem Ding nach vorne und jetzt kommt mal eine Situation, wo ich glänzen konnte, nämlich in dieser Situation. Menrad, das war der erste Torschuss in dieser Partie. Hier abgefertigt. Ich sehe den Ball relativ spät und dann mit dem Fuß konnte ich die Pille noch abwehren. Also das war die erste Möglichkeit in dieser Partie und dann kamen wir schon wieder. Torwart hält ein, zweimal und beim dritten Mal kann er dann halt eben nichts machen, Freunde. Und damit steht es halt eben 7:0. Ja, es ist schon unfassbar schön gewesen an diesem Abend. Und ich konnte mich gleich nochmal auszeichnen. Hier dieser Einwurf von Menrad. Manu ist dazwischen. Deswegen konnten wir auch nicht filmen, weil der andere Sportsbuddy natürlich auch gespielt hat, Freunde. So, aber Menrad kriegt natürlich durch diese Situation wieder den Einwurf zugesprochen. Und der Mann mit der Nummer 4 wird diesen ausführen. Und dann lassen wir den Spieler laufen. Und hier sehen wir es, da kann ich nochmal gerade so den Arm hinheben und die Pille halten. Ich sehe es von meiner Körpersprache aus. Ich war richtig angepisst, weil ich wollte unbedingt an diesem Tag zu Null spielen. Weil wir hatten alles im Griff. Das war erst der 2. Torschuss von Menrad, Freunde. Und kurz vor Schluss in der 85. Minute nochmal die Flanke von Marvin auf den René. Und dann haben wir das Spiel auch schon, ja, einfach entschieden mit 8:0, Freunde. Aber, ja, wie Brusch ist, können wir das Ding nicht halten und kommen dann nochmal hinten in Bedrohlie. Aber, Freunde, da hinten steht der Mann mit der Parade. Also, ja, ich konnte das Ding halten. 3 Situationen, die ich entschärfen musste. Da war ich einfach da. Als Torwart musst du da sein. Darfst keine Fehler machen. Und dann gab es halt am Ende nochmal in der 90. eine Ecke, Freunde. Und ich habe mein Spiel auf der Linie und im Fünfer definitiv verbessert. Das seht ihr auch an dieser Ecke jetzt, die jetzt hier reinkommt. Ich stelle mich einfach ein bisschen tiefer, einen Mann an den Pfosten, um Sicherheit zu holen und dann das Ding einfach hinten rauszuschlagen. Ja, Menrad hat dann nochmal versucht, hier aus der Ferne ein Zeichen zu setzen in der 90. Aber das Ding geht natürlich drüber, Freunde. Sportsbuddies abonnieren. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, da waren ja 3 Situationen bei, die ich dennoch entschärfen konnte, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und es war das 2. Spiel diese Saison, also das 1. Pflichtspiel für mich, was ich zu Null gespielt habe. Darauf bin ich extrem stolz. Also mein 1. Pflichtspiel als Torwart zu Null
8-0 das Endergebnis, Freunde. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, hier auf Sports Buddies. Wenn es euch gefallen hat, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Kreisliga pur, hier auf Sports Buddies. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschaußen.